Du bist in Hamburg und zwar für mehrere Theaterproduktionen gleich und du bist gerade mitten in den Proben. Es gibt mehrere Stücke. Und zwar wirst du auf dem Theaterschiff zeitlos ein poetischer und persönlicher Abend mit Alexandra Kamp spielen. Was erwartet denn dein Publikum? Also ich fange mal so an. Wir proben gerade für Don Quixote mit Götz Otto als Don Quixote. Und da ist die Premiere am 13. November im Altona Theater. Und weil wir schon mal hier sind und abends nach der Probe nichts zu tun haben, stopfen wir uns halt dann noch die Abende voll mit so einer schönen Talkshow wie heute zum Beispiel. Oder mit einem Solo-Abend, der da am 26., also nächste Woche Mittwoch, auf dem Theaterschiff stattfindet. Ich werde unter anderem, also ich würde mal sagen, der Abend steht unter Wein, Weib, Gesang. Ganz wildes Thema, da kann man sich viel wilde Sachen drunter vorstellen und die werden auch alle passieren. Das klingt gut. Du hast also ganz viel dafür selbst ausgewählt, richtig? Ja, ich habe unter anderem den Song meines Opas ausgewählt. Ich habe so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Den hat mein Opa Bobby Kamp geschrieben. Und den werde ich natürlich nicht wie Hildegard Knef vortragen, sondern auf meine ganz andere Art und Weise. Und ich habe den hervorragenden Kabarettisten Felix Oliver Schepp mit an Bord, der wunderbare Nummern spielen wird und wir auch gemeinsam singen werden. Jawohl, jetzt singt sie auch noch. Obacht! Das andere Stück hast du eben schon genannt. Und dann gibt es auch noch auf dem Theaterschiff Gut gegen Nordwind. Das steht auch wieder an. Und in den vergangenen Jahren warst du hier auch häufig. Ist das für, Das Gut gegen Nordwind, das habe ich jetzt so oft auf dem Theaterschiff gespielt. Das war immer ausverkauft. Das war eine große Freude. Und wir spielen das tatsächlich in Bad Oldesloe am 28. einmalig nur noch. Bitte in die Kalender eintragen.